Das Projekt heißt C'est la vie und es zeigt das Schicksal von Menschen, die ich in meiner Umgebung getroffen habe. Es sind 21 Bilder und ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis ich die gemacht habe. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so Schicksalsfotografie zu machen? Mich interessieren einfach Menschen und Menschen erzählen mir immer sehr viel von ihrem Leben. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ein bisschen genauer hinschauen kann, ein bisschen genauer hinlassen. Und da habe ich gemerkt, sogar in meiner nächsten Umgebung hat so viele Menschen mit Schicksal, die interessant sind und die auch mal ein Gehör brauchen. Jetzt wollen wir gerade mal hier bei dieser Frau schauen. Sie war fast blind gewesen. Und niemand weiss das von ihr. Und sie hat einen Organspender gehabt. Ein junger Mensch, der gestorben ist an einem Töpfunfall. Und man hat ihre die Augen in seine Augen. Und darum hat sie, für sie ist es auch ganz wichtig, dass sie das Wort Sein noch dort unterstreichen, weil das ist sein Augenlicht, das sie jetzt wieder darf, neu die Welt einholen. Das ist sicher nicht so einfach, so keinem Sinn zu kommen. Es ist wirklich nur durch Beobachtung, Da habe ich wirklich bei jedem Bild habe ich sicher etwa 3 Treffen gebraucht. Also ich habe sie etwa 3-mal habe ich die Leute getroffen und wir haben zusammen gesessen. Und es ist wahnsinnig schwierig, sie erzählt haben sie einem schon. Das Bild hätte ja dürfen machen, aber das mit dem Blatt Papier, das ist sehr schwierig gewesen. So die Aussage klar machen. Und mir ist wichtig, dass sie selber schreiben. Da haben sie immer gesagt, ich will nicht schreiben, ich habe keine schöne Schrift. Aber es ist nie am Schreiben gegangen. Und ja, es ist so weit, dass ich nach 1,5 Jahren die 21 Bilder habe. Und ja, ich freue mich, dass ich im Kulturhaus helfen darf, eine Ausstellung habe. Aber wir könnten vielleicht mal zu einem anderen gehen, kann ich noch andere zeigen. Kennen Sie den? Nein, wer ist das? Das ist doch der Skifahrer Silvano Beltrametti. Ich habe ihn gefragt, ob er da mitmachen will. Er hat natürlich genug so Sachen, die ihn die Leute fragen für Body Session und alles. Und er hat dann genau wissen, was ich für ein Projekt mache. Ich habe ihm es erzählt und er hat gesagt, genau da mache ich mit. Da finde ich etwas Gutes. Man muss hinschauen und nicht immer wegschauen und nur die Schönheit sehen und Photoshop bearbeiten die Bilder, sondern man muss auch mal Schicksal sehen. Für ihn ist ganz klar, dass er etwas Positives schreibt, weil durch den Unfall ist zwar die Tür vom Skiraum zugegangen, er kann nicht mehr Skifahren. Aber für ihn haben sich andere Türen geöffnet. Und für mich war sehr wichtig, dass auch immer der Hintergrund zum Bild stimmt, oder? Also für ihn, er macht heute eine ganz andere Karriere und er ist ein glücklicher Mensch. Schön. Wollen wir noch ein anderes gehen? Da steht jetzt, ich wäre lieber als Mädchen auf die Welt gekommen. Haben Sie den Mensch gekannt? Was war seine Geschichte? Der Mann, ja. Wäre einfach viel lieber eine Frau gewesen. Ich habe ihn im Altersheim kennengelernt. Und ja, ich habe mich mit dem Thema befasst. Ich habe ihn wahrgenommen als Mann, Frau. Wir haben viel über die Thematik geredet. Wir sind auch zusammen manchmal eins getrunken. Und er wäre wirklich viel lieber als Mädchen auf die Welt, wo er hat seit der RS als Transvestit gelebt. Er hat zwar eine Familie gehabt und Kind. Aber jetzt im Alter ist er wirklich den ganzen Zug gestanden und ja, es war tragisch. Für ihn war es auch wichtig, dass ich das Bild im Wald rausmache, dass er irgendwie zeigen kann, er ist einer zwischen vielen und gleich ist er mega einsam. Ist denn für ihn das schwierig, sich so auf dem Foto gesehen mit dieser Aussage in der Hand? Ja, für ihn war es schwierig, ja. Aber er hat immer gesagt, er ist selber Künstler gewesen und er hat immer gesagt, ich mache es für dich, weil ich will dir eine Chance geben. Kunst ist nicht immer einfach. Und haben Sie auch jetzt noch Kontakt mit den Menschen, die Sie fotografiert haben? Ja, er ist gestorben und von dem her ja, tut es mir auch ein bisschen weh, jetzt das Bild dort zu sehen. 3 Leute von diesen Bildern sind schon gestorben. Ja, das soll ich so verewigen und wirklich wertschätzen. Weil es ist nicht einfach, sich so zu zeigen. Aber ich finde, es ist eine Kunst, sich so zu zeigen.
Was wollen Sie mit den Bildern bei den Menschen, bei den Betrachtern erreichen? Was wollen Sie weitergeben? Für mich ist sehr wichtig, dass man berührt wird. Und dass man sich Gedanken macht über das Leben und dass man vielleicht auch in der eigenen Nachbarschaft mal ein bisschen anfängt umzuschauen. Und sich vielleicht nicht immer nur mit unwichtigen Sachen dort befassen, sondern halt einmal anschaut und sich auch mal Zeit nimmt für jemanden und dem mal zulässt. Man muss ja nicht gerade ein Foto machen. Es ist ja nicht gerade einfach, auf Leute zuzugehen, wenn man vor allem sieht, dass sie eine Behinderung haben oder dass sie etwas belastet. Hast du durch das auch gelernt, anders mit so Leuten umzugehen im Alltag und das auch weitergeben an andere Leute? Ja, also ich habe sehr viel gelernt bei diesen Bildern. Über meinen eigenen Schatten springen auch. Weil man schaut eigentlich lieber weg, weil wir hinschauen. Und angefangen habe ich scheiße mein erstes Bild, das ist meine Schwester. Sie hat einen Unfall gehabt und von dem her verstand ich natürlich die behinderten Menschen sehr. Es war noch speziell, ich wollte hier hin. Den Ort habe ich wirklich ausgelesen, weil ich sie hier hinsetzen wollte. Und sie hat einen Autounfall gehabt, wie man gesehen. Und als ich daheim war und auf dem Computer das Bild gesehen habe, habe ich gemerkt, dass da genau der Unfall war. Aber mir ist erst hier bewusst worden. Ihr war es bewusst, aber sie hat es nicht gesagt. Und ja, ich habe dann auch gesehen, dass es hier ein Kreuz hat. Und ist mir noch recht eingefahren, als ich dann realisiert habe, dass wir hier am richtigen Ort waren und mit dem Auto genau die Szene eigentlich gestellt haben, was sie erlebt hat als 6-jähriges Mädchen. Öfters, dass es Zusammenhang gibt zwischen dem Schicksal und dem Hintergrund. Was ist denn, haben die Leute das auswählen, was sie gerne? Ja, das haben wir schon miteinander besprochen. Aber vielmal ist es auch noch in den eigenen vier Wänden. Oder eben, sie haben es selber gewählt. Ja. Aber es ist mir schon wichtig, dass es wirklich stimmt. Da haben wir miteinander ausgearbeitet. Und ich habe auch gemerkt, wie schön das war, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und vielmal haben sie nachher gesagt, dass es für sie sehr wichtig war, das noch zu machen und das wieder recht hin können, nochmal das ganze Problem anschauen, dass es ihnen besser geht, durch das Bild, was sie gemacht haben. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand bereit ist, so etwas zu machen, dass er einen grossen Teil schon verarbeitet hat und schon über dem Ganzen steht. Ist das so gewesen? Ja, das ist wirklich so gewesen. Das habe ich jetzt als positives Bild angeschaut. Der Mann war 6 Jahre schon im Altersheim gewesen. Und nachher hat er gefunden, nein, ich bin zu früh ins Altersheim gegangen, hat sich nochmal eine Wohnung genommen und jetzt macht der Haushalt alles wieder selber. Er ist total positiv, also das sind auch Schicksale und das sind jetzt positive Schicksale. Da haben wir gerade nochmal eins. Sie ist von Geburt her ist sie gehörlos und ich hatte das Gefühl, sie würde wahrscheinlich sagen, sie würde gerne mal Musik hören oder Vogelgezwitscher und sie hat mir gesagt, nein, ich bin glücklich, dass ich gehörlos bin. Sie lebt in einer Familie, wo es 3 Kinder sind und 2 Erwachsene und alle sind gehörlos und auch stumm, nur die eine. Sie kann ein bisschen reden, aber die anderen sind sogar stumm, also taubstumm. Und sie sagt, wir haben uns am Mittagstisch mehr zu erzählen, wie ihr wo reden könnt. Und das finde ich so eine schöne Aussage. Wie lange ist denn die Ausstellung? Die Ausstellung kann man noch eine Woche anschauen, bis nächsten Samstag, am 8. Mai. Und gibt es nachher weitere Ausstellungen? Wird das weitergeführt oder ist es nachher beendet? Das Projekt ist beendet, aber die nächste Ausstellung findet in St. Gallen statt. Und zwar in der offenen Kirche St. Gallen am 2. Juni bis zum 2. Juli. Dann nächstes Jahr im Kloster Fischingen, das ist in Fischingen im Hinterthurgau, dort vom 9. Februar bis Mitte März. Ja, es ist mir wichtig, dass viele Leute das sehen und es soll etwas bewegen.